Trauermantel, sagen wir. Hatten wir schon mal. Alle, die jetzt alle Videos gesehen haben, haben den schon mal gesehen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich persönlich hatte früher nie helle oder weiße. Was ist das denn? Da ist ja der Norbert. Was sind das denn für Fische? Die sind sehr hübsch, kleine, niedliche Fische. Trauermantelsamer. Die habe ich schon als kleiner Junge habe ich die schon gezüchtet. Und eigentlich, da hinten ist ein dunkler. Warte mal, ich fütter die mal. Hier siehst du die dunklen. Die dunklen kannte ich eigentlich immer nur ganz alleine. Ja. Dann gibt es mal irgendwann Albinos. Ja, Albinos, das ist doch dann, wenn ein Lebewesen rote Augen und helle Haut hat. Und du sagtest ja, aber dass die haben ja dunkle Augen. Das heißt, ja, das sind keine Albinos, sondern das sind weiße, wobei ich kein Weiß sehe, farblose. Ah. Es gibt ja immer mehr Fische, die farblos gezüchtet werden, die gar keine Farbpigmente haben. Und dann kann man quer durch den Fisch durchgucken. Und wenn die klein und jünger sind, kann man sogar richtig das Herzschlagen sehen oder im Darm die Verdauung, wie die sich durch den Fisch durchschlängelt, ist natürlich nichts Natürliches. Und dann hört man immer wieder, dass es Tiere gibt, die als Mutation in weiß, also weiß sind, aber keine Albinos. Das wären also, die jetzt. Also das hieße, das sind dann Albinos. Was habe ich gemacht? Das sind dann Albinos. Nee, die ja nicht, die haben ja keine roten Augen. Es wären aber Albinos, wenn sie rote Augen hätten. Oder da gibt es ja auch Lutinos. Vielleicht bei den Wellensittichen. Wellensittiche habe ich früher auch immer gezüchtet. Gelbe Wellensittiche mit roten Augen. Aber dies ist dann wirklich durch Zuchtauswahl hellere Fische. Und wenn wir sehen, die sind unterschiedlich hell. Da sind einige mit so ein bisschen Gelbton und der dahinter ist ein ganz heller. Da ist ja wirklich fast ein weißer Trauermantelsamer. Hab ich so vorher noch nicht gesehen. Ich habe davon gehört, aber so Trauermantelsamer, der wird ja immer so als Anfängerfisch verschrien und langweilig. Keine Ahnung, was die Leute alle dazu sagen. Also ich fand den noch nie langweilig. Mit seinen dunklen Farben in der Naturform ist er in meinen Augen eine Bereicherung fürs bunte Aquarium. Das ist einfach mal andersfarbiger Fisch. Und er lebt auch schön in der Gruppe, im kleinen Schwarm. Also man sollte den auch in so Gruppe halten von mindestens so 7 Stück. Besser ist natürlich viel mehr. Hier, das ist ja ein Dunkler. Hast du gesehen, da oben ist auch ein Dunkler. Ja, das ja. ist der Trauermantel im Trauerflor. Das heißt, es ist kein Hinweis darauf, ob es sich um ein Männchen oder Weibchen handelt. Das nee, gar hat nicht. Damit gar nichts zu tun. Nee, die sind also alle gleich dunkel. Man kann, wenn die erwachsen sind, die Männchen vom Weibchen unterscheiden, dass die Rückenflosse ein bisschen beim Männchen schmaler, ein bisschen spitzer ist. Und die weibliche Rückenflosse ist jetzt übertrieben, doch ein ganzes Stück breiter. Sieht man aber erst, wenn die ruhig in der Gruppe stehen und erwachsen sind. In den Videos sagst du, glaube ich, immer, das sind getrocknete Mückenlarven, oder? Die sind nicht getrocknet, die leben hier. Guck mal hier, die zappeln hier. Siehst du, das ist eine weiße, weiße Mückenlarven. Ja, jetzt habe ich Nee, gesehen. Das sind also lebende weiße Mückenlarven. Und die, die sich treiben lassen, lassen sich halt treiben. Die sind aber nicht tot. Die zappeln immer mal, wenn du guckst, da ist immer mal eine Bewegung drin. Ja. Und dieses Zucken dieser Mückenlarven, das regt natürlich den Fisch an, da dran zu gehen und zu beißen, frisst er natürlich lieber und auch viel mehr. Wenn ich jetzt so Trockenfutter aus der Dose gebe, fressen die natürlich auch. Oben ein paar Flocken drauf, wenn die Kohldampf haben, kommen die nach oben geschossen und fressen das. Und wenn dann der Bauch so halb voll ist, dann sagen die, naja, das reicht dann heute. Aber wenn dann so vorm Auge so eine Mückenlarven lang schwebt und wenn sie gerade die anguckt und dann zuckt der auf einmal, dann sagt sich so ein Fisch, ey, einer geht noch. Darf ich da mal von oben gucken, ob das anders aussieht? Also ich gehe da nicht zu nah ran, von wegen Fisch-Corona. Die Fische können kein Corona kriegen, da brauchst du keine Rücksicht nehmen. Sehr schön. Also das ist wie so ein Kronendach da oben. Das ist natürlich so richtig schön. Das ist also hier auch wirklich ein klasse Aquarium für Trauermantelsamer. Die mögen also wirklich ganz dicht bepflanzte Aquarien und sind dann im Versteck. Trauermantel wird ungefähr 5,5 cm groß, so groß. Es wird immer erzählt, der wird 3 bis 5 Jahre alt, wie ganz viele Salmer. Ganz falsch. Also ich hatte schon welche, die sind 10 Jahre alt geworden. Und ich glaube, der Trauermantel ist als einer der Zwergsalmer
der deren Rekordalter erreichen könnte. Die werden steinalt. Also ich weiß also auch schon von Kollegen von 15 und 17 Jahren, aber ich denke mal, dass einer noch länger als 17 Jahre. Halten kann man die schon im 80 cm Aquarium. Geschlechtsreife locker nach 4 Monaten, wenn die auf die Welt kommen. Und wenn die auf die Welt kommen, sind die so winzig klein, das sind also Dauerlaicher. So ein dickes Weibchen, was da vorne steht und ein bisschen dicker ist, die schwimmen zusammen, stoßen aneinander, dann berühren die sich so mit dem Unterkörper, mit dem Bauch zusammen. Weibchen drückt Eier raus, dann Männchen Samen. Eier verteilen sich irgendwo im Becken. Die Elterntiere kümmern sich gar nicht darum. Also der Trauermantelsalmer, der kommt aus... Jetzt höre ich wieder Salmler. Also Salmler hätte ich bisher gesagt, ja, kenne ich. Gibt es welche in den Tropen, die, die Raubfische sind? Tigersalmler. Oder im Kongo-Becken einen Riesentiger-Salmler mit solchen Zähnen. Ist das eine Ordnung? Also so nach dem Skovka-Prinzip, ist das eine Ordnung? Familie, ja, das Gattung, ist eine Salmler? Fischfamilie, die Salmer. Und jetzt gibt es natürlich kleine und sehr große Salmer. Der Piranha ist auch ein Salmer. Zum Beispiel, der natürlich auch markante Zähne hat, aber... Was eigentlich total interessant ist, Salmer haben alle Zähne. Und auch der Trauermantelsalmer hat Zähne. Wenn man den jetzt mal unter einem großen Lupe oder Mikroskop legt, kriegt man Angst, was für Zähne der hat. Für die Verhältnisse. Das für die Verhältnisse. Von der Größe für das kleine Tier. Aber wenn der einen im Finger beißt, was er ja tun würde, wenn sie Hunger hätten, nicht so einen Finger reinbeißen, im Finger, merken wir nichts von. Können die dann nicht durchbeißen. Aber eben für so eine Mückenlarve oder ein anderes kleines Wasserinsekt, ist dann natürlich tödlich und die beißen die ganz knallhart durch. Ich habe bisher immer Salmler gesagt. Ich höre dich immer Salmer sagen. Ja, das liegt wahrscheinlich... Sag ich dann also falsch? Nee, du sagst halt richtig, das liegt bei uns am Kohlenpott wohl. Das ist ein Salmler. Aber die kommen natürlich aus Südamerika. 22 bis 28 Grad ist da. Aber der Trauermantelsalmer kann wesentlich niedrigere Temperaturen vertragen. Sollte man nicht auf Dauer, aber ich habe ihn schon bei 15 Grad ganz lustig schwimmen sehen. Und man kann die Tiere auch jetzt so ab 15 Grad draußen im Gartenteich setzen. Sollte natürlich kein großer, kein böser Fisch dabei sein. Mhm. Und wenn man die dann im Herbst aus dem Teich rausholt, dann ist dieses Schwarz so tief schwarz, das ist natürlich ein Traum. Das heißt aber, Aquarienhaltung normal 22 bis 28, pH-Wert so 6 bis 7,5, Härte 5 bis 20. Immer wenn ich solche Tiere, die aus Südamerika kommen, züchten möchte, nehme ich die unteren Werte. Das heißt, bei 5 bis 20 Härte nehme ich irgendwo so 5 bis 8. Den pH-Wert bei 6 bis 7,5 nehme ich so 6 bis 6,5 zum Züchten. Außer bei Temperatur von 22 bis 28, da würde ich dann eher so 25 bis 26 Grad hochgehen, dass die dann auch schön ableichen und dann anschließend die Jungfische auch relativ schnell wachsen, damit sie auch nachher im Verhältnis schöne, große, kräftige Tiere werden. Übrigens, ich habe gar nicht vorgestellt den Besuch, den wir hier haben. Das ist der Crockett, der kommt mich schon mal gelegentlich besuchen. Muss ich jetzt in die Kamera gucken? Guck da mal rein, dann habt ihr ihn gesehen. Ihr könnt ihm mal einen Daumen geben, wenn der einen netten Kommentar gemacht hat. Da freut er sich. Von mir kriegt er jedes Mal mindestens einen Daumen. Im Allgemeinen kriegt er auch ein Herzchen dabei, weil er das so nett kommentiert. Und er kommt tatsächlich hier hin und wieder vorbei und guckt sich das an. Und dass er jetzt hier mal gerade im Video ist, das war jetzt ein Zufall. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass ich heute ins Fernsehen, dass es heute ein Video gibt, in dem ich zu sehen bin, dann hätte ich natürlich mein Haar heute nicht offen getragen und mir was Anständiges angezogen. Ne? Aber ich finde es trotzdem schön, dass ich bei dir sein darf. Ich habe den Norbert kennengelernt, eigentlich durch meine Tochter. Die war 11, musste ein Biologiereferat schreiben. Wir sind hier hingefahren, weil wir gelesen hatten, größtes Zoogeschäft der Welt. Und da wollten wir Bücher kaufen für das Referat Zauneidechse. Brauchte die Stoff, also ja. Musste die was wissen. Und dann, jetzt wo ich weiß, dass ich im Fernsehen komme, bin ich ganz nervös. Also jedenfalls kam die mit uns hier hin und war so ein bisschen schüchtern noch. Und dann haben wir in der Abteilung einen deiner Berater, der Mann muss gemerkt haben, dass wir bestenfalls ein Buch kaufen, hat uns aber trotzdem eine ganze schöne Zeit geschenkt. Und uns beraten und noch mehr erzählt und noch mehr erzählt. Ich durfte fotografieren, meine Tochter hat eine 1 in Bio gekriegt. Dadurch habe ich nicht dich kennengelernt, aber den Namen Zajac.
Ja, da ist das schön. Irgendwie auch mit dir zu verhandeln. Wenn wir so ein bisschen helfen konnten, dann ist das schön. Und meine Verkäufer sind gar nicht Verkäufer, sondern die sind wirklich Berater. Mhm. Und die haben auch wirklich nur die Aufgabe, alle Menschen Fachwissen rüberzubringen, dass sie mehr Wissen haben über die Tiere. Entscheiden, ob jemand das Tier haben will, dann muss er dann ganz alleine. Aber wir freuen uns ja schon, wenn viele Menschen viel mehr Wissen über Tiere haben, dann geht es allen Tieren gut und uns wird es dann auch besser gehen. Und ich glaube, das war ein ganz tolles Abschlusswort, was der Crockett hier gesagt hat. Wir freuen uns, wenn wir euch helfen können. Kommt einfach mal vorbei, testet das. Aber jetzt sagen wir erstmal Tschüss, bis nächste Tage. Wir sehen uns. Ciao. Drehen wir noch?